Willkommen zu einer neuen Folge Kümmert euch heute. Es ist Frühling und ich finde, dass dieser Loopschal einfach perfekt den Frühling widerspiegelt. Hier habe ich heute ein ganz cooles Garn verwendet, das zeige ich euch aber gleich. Ihr könnt das Ganze als Loopschal machen, so wie ich das hier gemacht Du habe. kannst Du das kannst Ganze das natürlich auch einfach in Reihen weiter häkeln und dann kannst du dir einen Schal häkeln. Ich wollte aber einen Loop, weil das ist einfach perfekt dafür, das Garn. Ich wünsche jetzt viel Spaß bei der Anleitung für diesen Loopschal. Du kannst das Muster natürlich auch einfach für andere Sachen verwenden. Und ja, los Ich geht's. verwende heute von Prolana 1, 2, 3 Ideen. Ich finde, dieses Farbverlaufsgarn eignet sich einfach perfekt dafür. Hat einen schönen Farbverlauf. Gibt es auch noch in anderen Farben. Habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Eine Häkelnadel in der Stärke 3,0 und ein Maßband. Du kannst natürlich auch jedes andere Garn deiner Wahl verwenden. Der Loopschal wird in Reihen gehäkelt. Das heißt, du kannst ihn dann natürlich auch als Schal nutzen. Musst keinen Loop machen wie ich. So, wir fangen an mit deiner Anfangsschlaufe. Da ich mit Baumwolle arbeite, werde ich einen elastischen Maschenanschlag wählen, weil die Baumwolle recht stabil ist und ich möchte, dass das am Anfang richtig schön elastisch ist. Deswegen starte ich mit zwei Luftmaschen. Wenn du jetzt ein elastisches Garn hast, kannst du natürlich auch einfach Luftmaschen anschlagen. Stichst in die erste Masche ein, holst den Faden durch die Masche durch und masch das Ganze ab. So, jetzt gehst du immer durch die erste Schlaufe, holst den Faden durch und maschst beide ab. Durch die Schlaufe durch, Faden holen. Und das schön locker, weil wir wollen ja elastisch anschlagen. So. Das machst du jetzt so lange, bis du 60 cm erreicht hast. Wenn du deine 60 cm erreicht hast, je nachdem, was für ein Garn du verwendest, dann sehen wir uns wieder. Wenn du einen doppelten Loop machen möchtest, musst du 80 cm anschlagen. Für einen einfachen Loop reichen 60 cm aus. Und ihr seht ja den schönen elastischen Maschenanschlag. Ich mache das jetzt mal auf meine 60 cm. Achte darauf, das Muster muss durch 7 teilbar sein. Ich habe jetzt 98 Maschen angeschlagen, bin so zwischen 62 und 63 cm für einen einfachen Loopschal. Wenn ihr jetzt einen einfachen Schal macht, müsst ihr natürlich nicht so weit häkeln. Jetzt drehen wir das Ganze rum, damit die schöne Seite oben ist. Und jetzt starten wir. In die erste Masche häkelt ihr eine feste Masche. Dann kommen drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und jetzt behäkeln wir die nächsten vier Maschen. Und zwar Faden auf die Nadel, in die Masche einstechen, Faden zurückholen und durch die ersten zwei Schlaufen. Faden auf die Nadel, in die nächste Masche. Und das Ganze noch zweimal. So, jetzt haben wir vier Stäbchen auf der Nadel. Diese maschen wir jetzt zusammen ab. Und jetzt noch durch die Anfangsschlaufe. Jetzt kommt eine Kettenmasche. Jetzt kommt die nächste Masche und da machen wir eine feste Masche. Jetzt wieder drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und wieder vier. Mal Stäbchen auf die Nadel, zwei, drei und vier. Alle zusammen abmaschen
eine Kettmasche. In die nächste Masche wieder eine feste Masche. Drei Luftmaschen, 1, 2, 3. Und jetzt starten wir wieder von vorne und das macht ihr die komplette Reihe. Ich bin jetzt am letzten Musterpart angekommen und mache jetzt hier in die letzte Masche meine feste Masche, meine letzte. Und jetzt haben wir schon die erste Reihe geschafft. Jetzt häkeln wir 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, wenden die Arbeit und in die Mitte kommt jetzt eine feste Masche hier, einstechen, eine feste Masche häkeln. Und da häkeln wir jetzt eine feste Masche. Die 4 Luftmaschen machen wir immer nur am Reihenanfang. Und jetzt geht's weiter. Wir häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und gehen jetzt hier zu unserer Luftmaschen der Vorrunde. Und da häkeln wir jetzt wieder unsere 4 halben Stäbchen, also die Stäbchen, die auf der Nadel liegen bleiben. So, 1. 2, 3 und 4. Achte darauf, die immer schön locker zu machen und auf dieselbe Höhe natürlich zu ziehen wie die davor. Alle zusammen abmaschen, eine Kettmasche. So, diese liegen jetzt hier schön um die Luftmaschen der Vorrunde. Unser Stäbchenbündel müssen wir jetzt natürlich wieder befestigen. Dazu gehen wir wieder in die Mitte von unserer Kettmasche der Vorrunde, häkeln dort eine feste Masche. Jetzt wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und hier zur nächsten Luftmaschenkette gehen, die hier frei liegt. Dort werden wieder um die Luftmaschen gehäkelt. 1, 2, 3 und 4. Alle zusammen abmarschen, eine Kettmasche und beim nächsten in der Kettmasche mit einer festen Masche befestigen. So, jetzt wieder 3 Luftmaschen und so macht ihr das Spiel immer weiter, Reihe für Reihe. Und ich zeige euch jetzt, wenn dann der Farbverlauf kommt, es ändert sich jetzt nichts mehr und so entsteht das Muster. Ich bin wieder am Reihenende meiner zweiten Reihe und hier häkeln wir jetzt aber keine feste Masche, weil wir brauchen jetzt die Höhe für die nächste Reihe. Deswegen kommt hier jetzt in die letzte Masche ein Stäbchen. Und jetzt haben wir die Höhe für die nächste Reihe. Jetzt häkeln wir wieder eine Wendeluftmasche, drehen die Arbeit rum. Und wir starten jetzt hier vorne wieder mit unserem ersten Büschelchen. Hier wieder in die Kettmasche einstechen. Eine feste Masche häkeln. So. Und jetzt geht es hier zum nächsten Bogen. Das heißt, wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und hier umhäkeln wir wieder 1, 2, 3, 4. Abmaschen, Kettmasche. Und hier vorne in unserer Kettmasche der Vorrunde beim nächsten Büschelchen befestigen. So macht ihr das jetzt wieder weiter bis zu euer Reihenende. Ich bin am letzten Stück angekommen, mache jetzt hier mein letztes Stäbchen. Und dann sind wir auch schon fertig. Wir haben jetzt mit dem 60 cm breiten Stück eine Höhe von 30 cm einen wirklich schönen Loop und der Farbverlauf ist echt mega schön. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch zu einem Loop machen, indem wir die Ränder zusammen nähen oder zusammen häkeln.
Wenn du einen Schal machst, kannst du natürlich jetzt einfach in Reihen weiter häkeln. Wenn du einen Loop machst, wie ich, legst du jetzt beide Seiten übereinander. Legst das Ganze vor dich hin. Und jetzt nimmst du hier oben die erste Ecke. Nimmst deinen Faden wieder auf die Nadel. Und häkelst erstmal eine Kettmasche. Und jetzt werden wirklich beide Stäbchenseiten immer durch beide Seiten zusammengehäkelt. Ob du jetzt feste Maschen machst oder Kettmaschen, bleibt natürlich dir überlassen. Ich häkle Kettmaschen. Und häkle das jetzt ganz locker nach unten. Immer schön darauf achten, dass die Farbschläge genau übereinander liegen. Und jetzt häkle ich das komplett bis runter ans Ende. So, ich habe fertig und jetzt müssen wir hier noch den Faden etwas länger lassen, abschneiden und zwischen den Maschen vernähen. Das mache ich jetzt schnell und das Ganze ist dann auch schon ready. Dann müsst ihr die Arbeit natürlich wieder auf rechts drehen, beziehungsweise auf links, je nachdem, weil wir wollen ja die Naht natürlich innen haben, die soll natürlich keiner sehen. Und fertig ist wirklich euer schöner Loop. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Baumwolle so elastisch sein kann, wenn man die Nadelstärke einfach etwas größer wählt. Ihr seht, es ist wirklich sehr schön weich und flauschig. Und ihr habt natürlich durch die leichten Löcher natürlich auch nicht einen zu abgedeckten Hals, dass es zu warm wird. Ich finde es total schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer-Tutorials.